Hallo liebe Transportfreunde, herzlich willkommen. Ich habe die Folge nicht gesplittet. Das ist jetzt halt einfach so, die ist dann halt quasi extra large. Und jetzt, die wird ein bisschen extra kurz, nämlich aufräumen und Tram in Bad Lobenstein anbinden, beziehungsweise mal richtig machen alles. So, dass es da auch ordentlich weitergehen kann. Beziehungsweise hoppala, na Hose hier ist. Ja, aber auch nicht so recht immer diese Kurven schön und gut. Aber manchmal macht das halt einfach blöd. Hier zum Beispiel eine riesen Kurve, der. Wo sind wir denn hier schon auf Tram eigentlich? Nein, noch nicht. Das heißt, wir können hier auch Trams bauen. Die Ecke kommen wir weg hier. Das auch. Also schnell noch Bad Lobenstein einmal umbauen. So, Tramgleise elektrisch. 1, 2, 3, 4. 8. Oje, 10, 11. Vor, hier geht's mal vor. 14, 15, 16. Wow. Ganz schön lange Tramlinie. Aber das macht nix. Deswegen bauen wir sie mal schnell wieder hin. So, da, eins. Zwei. Können wir die abreißen. Hier neu platzieren. Da gibt es schon eine. Da gibt es auch schon eine. Hier vorne gibt es auch eine. Und die müssen wir noch umsetzen hier. Und zwar hier hin. So, hier kann man eine reinsetzen. Natürlich Schaden. Gut, dann müsste ich irgendwie die halbe Stadt abgedeckt haben, aber. Ja, die überlappen sich sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das einzige Problem, was ich jetzt glaube ich noch habe, ist, dass die Waren auch irgendwo hin müssen. Ne? Deswegen machen wir erstmal die Tram zu Ende, aus diesem Grund. Was sonst so schnell bin. Depot. Zip. Passt. So, das ist ein Bus. Tramladenstein. Linie verwalten. Interessant ist, ich hätte die Ware noch hier liefern können. Die wären schon irgendwie reingekommen. Also die Maschinen. Naja, egal, jetzt ist es so. Also Lessingstraße, Raiffeisenstraße. Da. Da. Schon wäre das gegessen, ne? Perfekt. Nur noch die Fahrzeuge ersetzen. Zwar, eigentlich alle verkaufen. Fahrzeuge kaufen. Nehmen wir mal die Skoda. Tram, Ladenstein. Oh, läuft sehr schön. So, das heißt, hier kommen dann irgendwann hoffentlich ein paar Besucher an und zweitens auch Waren. Du brauchst kein Tramgleis, du brauchst 30 Meter und zwar nur eine Plattform rechts und oder links. Da siehst du, die ist doch schon super. Für 60 Waren. Ja. Das heißt, du brauchst ja noch ein Gütergebäude auf jeden Fall. Sonst wird das ja gar nichts. Endlich passt mal ein großes, auch gut. Und die Fläche hier wird freigegeben. Wir dürfen jetzt die Lahnsteiner gerne wieder drüber verfügen. Ich glaube, hier war auch mal eine Brücke geplant oder dann gedacht. So, sehr schön. Ne?
Bauen wir noch eine Straße hin. Busspur, nein. Zip. Ja, nehme ich da rein. Hier noch rein. Ah, dann könnt ihr nämlich hier ausbauen ein bisschen. Nochmal so. Oder so hier. Ja, ihr werdet das schon machen. Dass Lahnstein ordentlich wachsen kann. So, und das gefällt mir hier gar nicht. So. Gut, wo müssen denn die Maschinen hin noch? Hey, hier hin. So, ne? Das heißt, braucht noch eine Linie und da nach da. Gut. Das wäre Gütertransport Maschine Lahnstein. Wow, was ein Umbau. Was für ein Umbau. Da brauchen wir jetzt noch einen Lastwagen dafür. So, einen preiswerten Lastwagen bitte. Den ist halt so. Der macht jetzt schon immer noch mal zwei. Kommt denn hier jetzt? Huiuiuiui. Fake-Lokomotiv. Und der Cut. Ah, der fährt in Wien, glaube ich. Das ist dieser Flughafen-Schnellzug. Ich recht entsinne, ich weiß es nicht mehr so richtig. Das ist Gütertransport. Immer noch Maschinen, Landstellen. So. Das war ja eine ganz schöne Geburt hier. Abnehmer, Lahnstein, immer noch dabei. Sehr gut. Würzburg. Würzburg? Okay. Würzburg? Ach, tatsächlich, wir bringen wir die hier hin? Tatsächlich, ja. Wahnsinn. Fluglinie Lobenstein, Eschenbach. Was ist da drauf? Britischer Aerospace. Dann nehmen wir da noch einer. Gut. Wow. Was für ein Gedränge. Und ich denke mal, Lahnstein dürfte relativ zügig wachsen. Und auch die Waren weiterhin geliefert werden. Die Maschine noch nicht so toll. Aber es sind zumindest welche da. Hier stehen auch Leute mittlerweile. Das Einzige, was mich jetzt hier noch stört, ist... Oh je. Dass der Personenzug Bad Wildbad ein Problem hat. Warum hat er ein Problem? Oh je, stopp. Weil er nämlich zu lang ist, glaube ich, oder? Das Ding haben wir doch schon gemacht. Wie lang bist denn du? Oh, 203 Meter. Danke. Dann müssen wir den erstmal noch ausbauen hier. Ach gut. Jetzt hat er sich dafür dazu entschieden. Okay, dann können wir den mal kurz stehen lassen. Bis der wieder in... halt hier in Bad Wildbad ist. Schönlock. Krass. So, machen wir ein bisschen Mitfahrt heute. Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu sehr, aber dann ist ein bisschen Fleisch hier in der Folge drin. Aber die warnt mich auch ein bisschen kurz. Sachen. Ui, dann geht's ja ganz schön steil hoch. Ein bisschen abflachen lassen können, aber gut. Wenn das packt, alles gut. Ja, das ist mega Konstrukt. Der eine ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger, damit wir will hübsch machen.
130 nur? Das ist ja nix. Das ist auch schön sauber getrennt hier, das sieht gut aus. 140, jetzt langsam kommt er aber. Hätte ich mal nicht mehr erwartet hier, hoppala. Ja, jetzt darfst du auch reinfahren. Maximalgeschwindigkeit 175 nur. Naja gut, okay, dann ist das so. Zustand von Zug 40 ist sehr schlecht. Oh. BR 111. Den würde ich mal austauschen. So, wie lang sind die jetzt wieder? 197 Meter, okay. Weil hier gibt es ja schon wieder neue. Elektrisch. Ja, 111, nehmen wir die. 143 hast du also Kapazität und 203 Meter Länge. Das heißt, 203 Meter Länge, 160 Kapazität. Dann machen wir glatt. 108. Passt soweit. Also wie angekündigt, ziemlich kurze Folge, Lahnstein aufgeräumt, Tram gebaut, die Verfügbarkeit hier wieder hergestellt für die Maschinen. Ich sehe, der kam gerade mit frischen Maschinen, der wartet auf freie Wege, das ist okay. Der muss sogar da warten. Warum hier eigentlich immer noch ein Signal steht, weiß ich nicht. Und ich glaube, die sind ein bisschen lang. Kann das sein? Oh, die sind sogar voll. Ja, also das mit den Persönlichkeiten und Personen scheint zu funktionieren. Hier stehen überall welche rum. Alle mit... Ach. Alle mit dem Zug fahren wollen. Das ist gut. Jetzt fährt der wieder da oben lang. Nice. Sweet, sweet, sweet. Das sah richtig hübsch aus, aber dann auch irgendwie wie ein Grafikfehler so ein bisschen. Hier kommt der kleine Isuzu wieder angedackelt. Und holt noch die restlichen 21 Werkzeuge im Maschinen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr es auch bis hierhin ausgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.